großes X, das hätte genügt. Wilhelm Conrad ist ein sympathischer Mensch, weil er sehr bescheiden ist und der Menschheit und eigentlich auch dem gesamten Gesundheitswesen sehr, sehr viel gegeben hat. Er macht einen sehr intellektuellen Eindruck natürlich. Es ist schade, dass er nicht zu unserer Zeit lebt. Und es haben scheinbar noch andere Strahlen entdeckt. Sie wissen ja, dass Herr Röntgen eingeladen war beim ersten Röntgenkongress, der überhaupt stattgefunden hat im Jahr 1905, als Ehrengast dabei zu sein, war er leider verhindert. Von daher ist es natürlich toll, dass er jetzt es geschafft hat, mal vorbeizuschauen. Dieses Gerät sendet ihr Sprachsignal zu der Tontechnik oben. Nun wird der Ton also mit Strahlen übertragen. Mit welcher Form von Strahlen? Genau, das sind Funkwellen, die da übertragen werden. Funkwellen? Genau. Überall unbekannte Strahlen. Nun denn, die Bühne ruft. Meine Damen und Herren, 100 Jahre gehen vielleicht an mir spurlos vorbei, aber mein Geburtshaus nicht. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal in Ihre Augen als Menschen und als Radiologen schauen. Spenden Sie. Im Prinzip ist das Geburtshaus eine Art Symbol für uns alle Radiologen. Ich finde es ganz wichtig, dass es da irgendwo eine Art gibt, so eine Art Mekka der Radiologie. Ich finde es immer gut, wenn Geschichte gelebt wird, wenn man damit auch arbeitet. Und das ist ein toller Ort dafür, um sich zu treffen und Wissenschaftler zusammenzuführen. Ich sehe in die Herzen aller Radiologen. Sie spenden großzügig.